you. Oh crap. You're not smart enough for a hit like this. Fuck you. You were weak and I'm gonna play. Now I'm gonna finish the job. Let's see how you deal with this one, shithead. We're gonna need more than bullets to knock out that thing. No worries, Jackie. I'll find something for you. Danke. Hurry the fuck up! Also das Ding kriegen wir nicht nur mit Kugeln kaputt, dann brauchen wir was anderes. Look out now, Jackie! Fuck you, Estacado! You ain't getting me that easy! You're gonna pay, Estacado! Oh, ich verschanze mich am liebsten hier so ein bisschen. Das war ein bisschen Camper und so, aber wenn man hier ein bisschen mehr durch die Gegend rennt, wird man von diesem Teil ständig erschlagen. Das kann ganz schön nerven. Hat er schon wieder einen neuen Tank? Nee, huh. Doch, hat er. Ja, ja. Ach, er hat schon. Oh crap, da kommt ja einer. Ich hab voll den Überblick. Nicht. Give me another tank! Hey Jackie! These will make a bang! Hey Jackie! Be careful! Wo kommen die alle her? Ach, da ist auch noch einer. Oh, ich bin gleich ein bisschen gefickt, wenn ich. Ach! Ach, ach. Look out now, Jackie! God damn it! Big bang! News at 11! Woo! Here you go, Estacado! You stupid sack of shit! Take this, asshole! Give me another tank! Got another propane tank for ya! Here you go, Estacado! Ah! Oh, ich warte erst noch mal. Alles Knorke, yay! Happy, happy, joy, joy. Allerdings werde ich jetzt mal wieder hier diese Dinger. Ne, Moment, ich wollte doch stinknormale Pistolen nehmen. Die haben irgendwie mehr Stil. Yeah. Nee, das sind alles. Was geht?
Na gut, dann nicht. Dann jetzt hoch den Kran und weiter hinter Swifty her. Der sich natürlich schon wieder aus dem Staub gemacht hat. Ach, scheiß Leid. Bitte. Also die Musikuntermalung ist hier stellenweise ja richtig geil, ne? Also muss ich ja zugeben. Ach, geil. Hi, Ratface. What took you so long? Jenny? Were you expecting some other girlfriend? Come sit with me for a minute. I'd give you a free beer, but you're not even legal until tomorrow. I must be losing my fucking mind. I asked Giancarlo if I could take your birthday off. He tried to give me a hard time, but I gave him the Bambi eyes, and he caved. He says he's even going to bake you a cake. I was thinking maybe you could come over to my new place and we could watch a movie or something. Hello? Earth to Jackie? Are you okay? Jenny, is this real? Yeah, you and me, young and in love. Face it, you lucked out. Oh, I love this song. Dance with me, Jackie. Come on, Slugger. You can do this. I believe in you. I don't know what this is, and I don't fucking care. I think about you every day, Jenny. Every minute of every day. You're so sweet, Jackie. Did I ever tell you that? You act all tough, but deep down, you're all heart, you know? What happened to you was my fault, Jenny. Shh. Listen to the song. Listen to the words. Isn't it beautiful? I wish I could change things. I wish you were alive. It should be me who's dead, you know? Jackie, we're together now. That's all that matters. I still remember the first day I met you. All the other kids, they picked on me. But not you. You. You were my only friend. You saved me, and I let you die. Giancarlo won't be back for an hour. Why don't you come back around here for a minute? Zugegeben, das hat mich gerade ein bisschen geflasht.
Ja. Die Szene fand ich persönlich ziemlich übel. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache. Also nicht übel im Sinne von schlecht, sondern übel im Sinne von... Fuck. Why do I keep seeing Johnny? Beats me, monkey! Der ist so geil. Die Fresse. Oh, Darkling. Ah, schön. So stumpf. Hallo. Ja, du stirbst jetzt sowieso. Danke. Erz. Sehr nett. Oh Mann, ich wollte da hoch. Ah! Ja, dass diese Szene, also von eben, sowas zeichnet irgendwie The Darkness aus. Hat schon den ersten Teil ausgezeichnet. Und verdeutlicht, finde ich, ganz schön, wie viel Jenny Jackie bedeutet. Hat und immer noch bedeutet. Ich meine, er kann sie nicht vergessen. Ne? Ist schon vielsagend. Sorry! Oder auch nicht. Bam! Ach, da geht's hin. Ist ja gut, Minion. Ja. So, jetzt werde ich aber noch mal gucken hier, wie das mit Talenten aussieht. Muss da ja immer auf dem Laufenden bleiben. Demonic Lift, den habe ich glaube ich noch nie einmal eingesetzt. Ich weiß auch nicht so recht, wie ich den einsetzen soll. Ich glaube mit dem Slash, mit einem Vertikal-Slash nach oben oder so. Könnte ich mir vorstellen. Also, nee, was gibt's denn hier noch? Heart Health, regain more health after eating a heart. Slash an enemy into the air and then slash it to the ground for an explosion that will stun close enemies. Grab the Darkling and throw him at enemies, he'll latch on and tear them apart with glee. Okay, das wäre eine Maßnahme. Oder wir bauen hier weiter an unseren Executions. Hitman Executions, da kriegen wir Munition durch. Die beiden Dinger werde ich außer Acht lassen. Das sind, die sind Teil des der Limited Edition. Die machen das Spiel einfacher, weil es gibt mehr Essenz und The Darkness zeigt einem den Weg zu den Relikten, die man finden kann, und das ist eigentlich ja Quatsch. Ich bin verwirrt gerade. Ground Pound, Heart Health, ich glaube, das nehme ich. Für den Anfang gar keine schlechte Idee, denke ich. Und dann gucken wir mal, was wir noch so haben. Combat Belt. Increases Ammo, das ist auch gar nicht mal so die dümmste Idee. Ich mache so ein bisschen Allrounder, ich werde mich nicht auf eine spezielle Fähigkeit beschränken. Ich mache einfach mal so ein bisschen von allem. So, da geht es jetzt anscheinend runter. Ja, Hooligan Darkling. Zeige mir den Weg. Jesus Christ! He's lined up like the goddamn cowboy!
I'm sorry. Oh, ich muss mal Imbo da sprechen hier. Hallo! Ah, ich sterbe. Meine Güte. Wo kommen die denn jetzt her? Sei doch mal ruhig. Na Junge, meine ich doch. Das müsste doch gehen. Oh. Ich glaube, ich werde es auch im Laufe des LPs immer wieder völlig verplanen. Aua! Kommt der denn her? Ach, von da unten. Bam! Bam! Ich glaube, es hakt. Oh, crap! Übersicht. Hallo. Hallo, Übersicht. Danke. Au! Ich hab den. Na komm. Hihihihi. So soll das sein. Moment, habe ich jetzt meine... Ich habe jetzt aber nicht meine... Kalaschnikow weggeschmissen, meine ich doch. Ich wollte eigentlich noch die AK benutzen, danke. Aber auch mal nicht. Wir kommen da so weiter durch, glaube ich. Schimpf nicht so viel.
Oh yeah. Ich vergesse immer, beide Waffen zu benutzen. Ich neige mal dazu, eine Waffe leer zu schießen, wie man hier gerade sieht, und die andere überhaupt nicht zu benutzen. Das ist, muss man sich immer so ein bisschen dran gewöhnen. Irgendwie. Also ich muss mich zumindest dran gewöhnen. You're just a low-life punk, Swifty. Who the fuck put you up to this? You think I wanted to mess with you? Come on, I had no choice. Man hat immer eine Wahl.